So, Freunde, recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von StarCraft 2 Legacy of the Void. Weiter geht's mit der vorletzten Mission. Spannend, spannend. Now that the Psi Matrix has fallen, Amon cannot warp the Golden Armada back to Ire to defend himself. We must destroy his host body before it fully awakens. For the sake of our people, we cannot falter. Yo. Na dann, let's go. Okay, das war cool. Your actions have not eluded my gaze, Artanis. Your plans are not hidden from me. And you are too late. Behold, the form of your god. The culmination of a cycle set into motion when the stars were born. As I was your beginning, so shall I be your end. Know the truth, Artanis. Your people, your beliefs, your color, everything. A lie. There is nothing left of you. You are wrong. We are finally free to become something more, and you will not stop us. Brace yourself for the full might of the Firstborn! Okay, cool. Ihre Armee gehorcht ihren Befehlen bis zum letzten Atemzug. Beide sehen im Auge, damit der Tod ihrer Einheiten einen Sinn hat. Das klingt wild. So this is Amon's host body. An abomination made from the flesh of our brethren and the Overmind's carcass. Indeed, Hierarch. My sensors indicate his form is consuming void energies at an alarming rate. In this state, even our most powerful weaponry will have no effect upon Amon. These shards, they generate void energy, drain life around them to feed his host body. They must be destroyed. The land near them has been destabilized. It's almost as if he's terraforming the area, turning it into the void. Wait. The shards are opening rifts, summoning entities to defend them. Then we are running out of time. Warriors, ready your blades. We fight for the future of Ire. Ach ja. Bang, bang, bang. Oh, ich kann es eigentlich nicht mehr sehen, ne? Must be destroyed if we hope to strike in Amon's host form. Fight well, Templar. Okay, steht er hier in der Mitte? Oh ja, tatsächlich. Uiuiuiuiui. Uiuiuiuiui, ja, das sieht spannend aus. Naja, gut. Ich sehe aber auch schon wieder so komischen Nebel. Das gefällt mir auch schon wieder irgendwie nicht. Aber naja. So. Jetzt dürfen arbeiten. The void reflects my will, and I will your destruction. Amon is continually opening rifts to protect the shards. We will need to attack before the defenders become overwhelming. Apropos. Ist schon teuer. Wächterhöhle. Anstatt zu sterben, werden Verbündete eine 5 Sekunden lang unverwundbar. Geile Scheiße. Ja. Ich hab eigentlich mal dieses Symbol hier. Mit davon nicht. Piratenblutjäger. Ich nehme die Dunkeltempler.
Also ich kann natürlich auch theoretisch absolut beides nehmen, aber irgendwie ist mir so der Gedanke, nee, nee, nur eins davon, wenn dann. Ich will auch schon mal präventiv ein paar von den Dingern bauen, glaube ich. Bevor hier wieder, ne? Ich nichts anrichten kann. Ja. Eine Runde können wir noch. Tut mir leid. Das ist irgendwie mal ein bisschen dumm eigentlich. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Dann werden wir auf jeden Fall noch einen Raumhafen benötigen. Möchte ich sagen. Hier, brauchen wir mal Roboterfabrik, Raumportal, ne, Roboterfabrik. Da war auch hier, ganz geil. Naja, brauchen wir erstmal so ein Ding hier. Na naja, gut, machen wir einfach mal. Könnt uns leisten. Ja, cool, wenn ihr automatisch angreifen würdet. Oh, guck mal, hier geht's direkt weiter, ey. Brutal. Wie die aber so völlig verwirrt sind gerade. Was ist denn da los? Was ist der Soundtrack ganz cool? Ja, genau, die sollen alle an das gleiche Ding gehen, richtig. Ich hab's verstanden. Hm. 19. Ich meinte eigentlich, dass ich über 25 hatte. Egal. Flottensignalgeber. Eieiei, das Ding ist ja scheiße teuer. Aber ganz ehrlich, irgendwann habe ich sowieso immer viel zu viel und dann kann ich mir so ein Ding einfach mal bauen. Warum nicht? Warum nicht, frage ich. You have not enough minerals. Hör mal nicht rum. Phew. Einer noch. Oder ist hier irgendwo? Nee. Kein untätiger Arbeiter? Hm, naja. 20 ist halt eine schöne Zahl. I will break the cycle of the Zelnaga. Ist das so? I am detecting a large number of void entities inbound on our nexus point. Get ready to defend. The Death Fleet descends. Hm. Oh, perfektes Timing. Einmal durfte ich noch. Ja. The Death Fleet descends. So, komm, versammeln wir uns schon mal hier. Oh, da oben. Ja, yeah. Ach so. Ja, okay. Okay, alles gut soweit. Yo. Die Kraft noch immer schön. Wir haben mehr Möglichkeiten hier Vespingas zu fördern, haben wir leider nicht, ne? Die Dinger sind halt schon geil. Roboter-Doc. Oh, ja, Jungs. Ist doch gut. Warum ist alles so teuer geworden, ey? Inflation oder was? Ich will auf jeden Fall so ein Mutterschiff haben. Das möchte ich mir auf jeden Fall mal gönnen. Auch wenn es mit dem Vespingas ein bisschen stressig aussieht. Ich habe ganz schön viel Mineralien. Das heißt, ich könnte eigentlich mal... Ja, ein paar davon. Und dann einfach hier. Zack, zack, zack. Und zack. Ganz easy peasy. So. I have returned.
This warrior awakens. This warrior awakens. This warrior awakens. Jetzt geht's ab. Sehe auch schon, es wird wieder langsam knapp, deswegen baue ich lieber schon wieder ein paar Pylonen. Ja, schön. So, was haben wir denn noch so jetzt? Hier das Mutterschiff. Auf Spanien ist eigentlich Käse, weil das dauert für lange. Upgrade complete. Juhu. Immer noch zu viele Einheiten da. Okay, ja. Mach mir nicht hier meine schöne Verteidigung kaputt, Mann. Die kaum vorhandene Verteidigung. Egal. Wahrscheinlich könnte ich sogar jetzt schon losstürmen. Ich sehe das schon. Sagt schon, dass ich ein Mutterschiff haben will. Bin mir nicht ganz sicher. Aber ich habe so viel Mineralien. Gott im Himmel. Komm, wir bauen jetzt einfach ein paar davon. Die kosten nicht so viel. Hier haben sie die Warp-Zonen. Artanis, there are several locations surrounding Amon's form that would serve as excellent forward outposts. Clear out the enemy. And our forces will provide you with additional support. This warrior awakens. This warrior awakens. Ich habe echt zu wenig Mineralien. Awakens. Übel. Ich kann da natürlich weiterbauen, aber das ist mir zu blöd. This warrior awakens. This warrior awakens. Bodeneinheiten machen Spaß. Alles jetzt auf Level 2 gebracht oder Level 1, wie auch immer. Ist doch auch schon mal was. Ja, ne? Doch gar nicht mehr so viel drin eigentlich. Naja. Sie haben auch alle so viel Kosten, Mann. Oh, zack. Bauen wir jetzt so einen fetten hier. Warum nicht? Mann, ich habe echt viel Spingas-Mangel. Ich hätte mal nicht so viel bauen sollen. So für unnötigen Scheiß. Naja. Komm, ich speichere das mal ab. Und dann gehen wir mal los. Und ich gucke einfach mal, wie es aussieht, ob ich jetzt das erste Ding hier schon platt kriege. Kriege ich hier permanent Damage oder so? Nee, ne? Natürlich ist die Base under attack. Nervt schon so ein bisschen. Ich ganz ehrlich. Ja, 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 bla bla bla. Machen wir jetzt schnell weg und dann geht's weiter. Natürlich. Also ja, Verteidigung der Basis ist auch nicht irrelevant, leider. Generell immer, aber jetzt besonders bei denen, die mir permanent auf den Sack gehen. Alter, das sieht ganz schön viel aus, wenn ich das mal so sagen darf.
Okay, er ist den kaputt. Sehr gut. Press forward. Nee, ich spiele nur mit der Maus. Ich könnte da ja eigentlich mal so ein Ding einfach so random hinbauen. Vielleicht funktioniert's. Wahrscheinlich werden die da sofort angreifen und das Ding zerstören, aber wisst ihr was? Ich hab jetzt Bock drauf. Mach mal. Hallo? Was geht? Einfach aufhalten. So, arbeite weiter. Ups, nee, das war nicht so nicht geplant. Jetzt ab. At this point spare ich, also ganz im Ernst. Außer vielleicht mal kurz hier eine Verteidigung hinsetzen. Brauchen Photonkanonen brauchen auch gar kein Zeug. Das ist gut. Aber die Schildbatterie wahrscheinlich. Die ich da präventiv gleich auch mal hinsetzen werde. Machen wir mal so. Ja. Das macht Spaß, ne? Ja, die Sekunde hätte ich jetzt auch noch warten können. Egal. Interessant, dass die hier hinpasst. Ich baue die jetzt einfach hier hin. Und hat die jetzt was gekostet an... Ne, auch nicht. Das ist geil. Das ist geil. Der ist hier nämlich auch schon ein paar hinklatschen. Oh, wir können das Mutterschiff leisten. Hyper, hyper. Wir brauchen nur einen Flottensignalgeber, ich Idiot. Wo ist denn der Flottensignal? Oh, der kostet nochmal 200. Ja, okay. Ne? Leben ist teuer oder so. So. Our pylon is under attack. What the fuck? Warum kommen die jetzt von allen Richtungen angekackt hier? Na toll. Ja gut, ne? Das Ding war halt leider noch nicht fertig. So, das Ding hier unten ist auch fertig. Ja, fast. Na dann. Gibt's jetzt? Mutterschiff. Oh, Junge. Oh, war direkt so. Dauert schon immer noch viel zu lang. Ja, geht tatsächlich. Weiß nicht, warum ich gerade einen Mirage gebaut habe. Ist voll dumm. Nee, ganz ehrlich, nicht so geil, finde ich. Victory has come. Oh boy. Oh Junge, jetzt bin ich hyped. Schwarzes Loch, betäubt feindliche Einheiten im Zielgebiet. Geil. Okay, das ist schon fett. Da kann man sich nicht beschweren, würde ich sagen. Ja, dann können wir noch ein paar Upgrades raushauen. Wobei eigentlich auch nicht so viele. Ich will gerne mehr Spingas mehr ab. Ah, guck mal, das da, ne? Haben sie nicht angegriffen. Finde ich gut. Finde ich sehr nett. Doch, doch, doch. Tatsächlich. Ja, ansonsten können wir hier vielleicht noch irgendwie... Na, keine Ahnung. Einfach mal so die... Ich mag die. Ich mag die. Und ich brauche gleich noch mal ein paar Belohnungen, merke ich schon wieder. This warrior awakens. This warrior awakens.
You require more pylons. Mit das Schiff so Hallöchen. Völlig geil. Das Ding ist zwar scheiße langsam, aber trotzdem geil. Okay, geil. Habe ich schon gesagt, dass es geil ist. Ich finde es geil. Ich brauche noch eine. So, zack. Eigentlich können wir von denen mal wieder ein paar gebrauchen. Ich glaube, man sollte mal nachdenken. Schiowindel. Von dem wollte ich ja noch ein paar bauen, ne? Rift detected. Expect another onslaught of void entities soon. Mhm. Ich kann es mir leisten. Yippie! So. Soll schnell gehen. Ach, herrlich, ach, herrlich. Okay, aber Leute, ich würde sagen, wir beenden mal an dieser Stelle die Folge. Mal kurz checkern. Ja. Checkern. Ich wollte einfach nochmal so ein Ding hier. Achso. Entschuldigung. Wäre vielleicht auch nicht schlecht, weil so ein paar Einheiten bei mir sind dann doch schon echt arg mit Ruhe. 1 HP. Ja, die haben halt alle überlebt wegen des Perks, ne? Dass sie halt alle 60 Sekunden nicht einmal nicht sterben. Alle 60 Sekunden einmal nicht sterben, das ist auch ein Satz. Nicht flüchten. Okay, flüchte. Dann flüchte doch, du feige Sau. Okay, Leute. Wir haben jetzt natürlich von der Mission noch nicht so viel geschafft, aber wir haben auf jeden Fall eine fette Armee zusammengestellt. Das kann man nicht anders sagen. Ich speichere das ab und wir sehen uns das nächste Mal genau hier wieder bei genau, bei StarCraft 2. Ich habe kurz auf die Uhr geguckt und war kurz verwirrt. Bis zum nächsten Mal. Ciao!